Gemeindeordnung gehandelt und hast es dann noch dazu benutzt, das nicht ins Protokoll aufzunehmen. Und deswegen habe ich im Vorstand darum gebeten, diesen Missstand zu beheben. Ich habe kein neues Protokoll zugesandt bekommen, deswegen ist das nicht passiert. Deswegen steht das Ganze noch einmal zusammengefasst in zwei Seiten, die ich heute bitte zu protokollieren und einzeln abzustimmen, drinnen. Das ist letztes Mal sehr wohl. Nein, du hast gesamt, das steht ja im Protokoll, du hast gesamt abgestimmt, die Tagesordnung in der vorliegenden Form zu behandeln und laut Gemeindeordnung musst du über jeden Einwand einzeln abstimmen und jede Abstimmung ist im Gemeinderatsprotokoll festzuhalten. Das ist deswegen nicht passiert. Gut, das, was drinnen steht im Protokoll, da gibt es auch eine Stellungnahme von Dr. Hermann, der Aussichtsbehörde, wo wir angefragt haben, wie das handzuhaben ist, was die Einwendungen anlangt. Und ich nehme einfach nur die Zusammenfassung vom letzten Satz. Eine wortwörtliche Wiedergabe des Sitzungsverlaufes, insbesondere daher auch der Einwendungen, ist somit jedenfalls nicht vorgesehen. Ja, somit ist noch einmal. Das Ganze noch einmal. Noch einmal. Obsolet. Nein, es ist darüber abgestimmt werden. Es muss darüber abgestimmt werden. Und jede Abstimmung muss festgehalten werden. Ich habe den Paragraph 60 extra rauskopiert und heute hereingeschickt. Es ist im folgenden Protokoll nur drinnen gestanden. Ob es explizit ausgelegt wird, dessen von der Aufsichtsbehörde müsste man anfragen. Müsste man anfragen, oder was? Schatz, es geht da einfach um eine faire Berichterstattung und es waren drinnen, ich weiß nicht wie viele Powerpoints über die Kommunalsteuer, es waren drinnen nach Anzeigen, wo mein Name genannt wird mit dem Versuch mich zu diskreditieren und was nicht drinnen war, ist natürlich bei der Unterwertung. Bürgermeister Eichbauer verweist auf die vorliegenden Einwände bzw. Ergänzungswünsche von Gemeinderat Diplomischener Breitecker zum Protokoll vom 10.3., von Gemeinderat Sorger zum Protokoll vom 16.12. und vom 2. Vizebürgermeister Helmrecht zu den Protokollen 10.12. 16.12. Sämtliche schriftlichen Einwände werden mittels Beamer an die Bildwand projiziert. Alle anderen Dinge, die ihr ihn aufprojiziert habt, die uns anpotzen, die sind im Protokoll drin. Oder die dich selbst beweihräuchern, wie die tollen Finanzen, wenn sie da ein bisschen vertrat dargestellt werden. Was nicht hineinkommt, ist das, was von uns auf die Bildwand projiziert worden ist. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass über Begehren des Antragstellers eine kurze Begründung seines Antrags in die Verhandlungsschrift aufzunehmen ist, wenn es ein Mitglied des Gemeinderates unmittelbar nach der Abstimmung verlangt, ist seine von der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte abweichende Meinung in der Verhandlungsschrift aufzunehmen. Den kurzen Text seiner Meinung hat das Gemeinderatsmitglied in der Sitzung zu formulieren. Ansonsten besteht keine Notwendigkeit, etwas nachträglich in das Protokoll aufzunehmen. So der Bürgermeister. Der Bürgermeister stellt darauf in den Antrag, das Protokoll vom 10.12. ohne die beantragten Änderungen bzw. Ergänzungen zu beschließen. Das heißt, es hat Einwendungen gegeben für die nicht beschlossenen Protokolle vom 10.12. und vom 16.12. Wir haben in der letzten Sitzung nur das Protokoll vom 10.12. beschlossen, unterschrieben worden ist von euch auch das Protokoll vom 16. und vom 10.12. Das heißt, ihr habt das letzte Mal was unterschrieben, was wir gar nicht beschlossen haben in der vorliegenden Form. Und noch dazu sind die Gemeindeordnung vor, nicht meiner Meinung nach, das ist ganz eindeutig. Und noch dazu sieht im Paragraph Absatz 16.6 die Gemeindeordnung vor, den Mitgliedern des Gemeinderates, die an der Sitzung teilgenommen haben, steht es frei, gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift spätestens in der nächsten Sitzung schriftlich Einwendungen zu erheben, worüber in derselben Sitzung zu beschließen ist. Werden keine Einwendungen erhoben, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt. Werden Einwendungen erhoben, ist über diese in derselben Sitzung eine Abstimmung durchzuführen und nach Erledigung aller Einwendungen die Verhandlungsschrift mittels Beschluss als Ganzes zu genehmigen. Werden keine Einwände erhoben, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt. Das heißt, über jede Einwendung wäre einzeln abzustimmen gewesen, das haben wir nicht gemacht. Deswegen gibt es heute die Einwendung, dass das nicht passiert ist und über jede einzelne bitte ich nun, gemeindekonform, gemeindeordnungskonform abzustimmen, was nicht passiert ist. Wo steht jede einzelne Gemeinde? In der Gemeindeordnung § 60, habe ich da gerade vorgelesen. Wo steht das? Jede einzelne steht da drin? Noch einmal. Werden Einwendungen erhoben, ist über diese in derselben Sitzung eine Abstimmung durchzuführen. Du musst schon reden. Werden Einwendungen erhoben,
werden Einwendungen erhoben, ist über diese in derselben Sitzung eine Abstimmung durchzuführen. Und nach Erledigung aller Einwendungen ist die Verhandlungsschrift mittels Beschluss als Ganzes zu genehmigen. Wir haben über die Einwendungen nicht abgestimmt, sondern nur über die Verhandlungsschrift als Ganzes. Das ist deine Meinung, das ist keine Meinung, dass es korrekt gemacht wurde. Wenn das aus deiner Sicht nicht so ist, muss man die Tirolbehörde fragen, wie sie das sehen. Dann kann man es ja nachher noch einmal ändern. Gut, dann kommen wir aber zu den neuen Einwendungen, über die wir heute aufstellen. Da werden wir aber heute einzeln abstimmen darüber, was dann auch, obwohl du auf deinem Schreiben ja das Schreiben von Sorge dabei hast. Sollen wir das jetzt zweimal abstimmen oder nur einmal? Ich habe alles nochmal zusammengefasst, weil wir nicht sicher waren, ob ich meine Sorge das abstimmen. Ich würde zweimal abstimmen, wie du möchtest. Nein. Wie du möchtest. Ja. Ich sage mal, ich sehe es so, nachdem du es eingebraucht hast, auf die Sorge sein, brauchen wir einmal abstimmen. Ja. Gut. Ich glaube, ihr habt es alle zur Kenntnis bekommen, was da oben steht an Einwendungen zum Protokoll. Und wenn Sie damit einverstanden sind... Nein, das sind ja einzelne Punkte, bitte. Du musst über jede Einwendung. Das ist ja nicht eine Einwendung. Du hast doch von mir es war von Herrn Diplomingenieur Breit. Ecker, vom Herrn Sorger und von mir mehrere Einwendungen. Also diese Einwendungen müssen wir alle einzeln abstimmen. Weil die waren ja alle von verschiedenen Protokollen sogar. Du schwüsst da jetzt. Ja, da wird zum Protokoll vom 24.03. Protokoll vom 24.03. Sollte mal, stelle ich den Antrag in der vorliegenden Form ohne die vom zweiten Vizebürgermeister Helmreich. Ja, aber vom Gemeindeordnung muss man sagen. Ja, egal. Und von Herrn Sorger auch, wenn er es extra geschickt hat. Ja, da können wir jetzt abstimmen. Ja, ja. Beantragten Ergänzungen zu beschließen. Also ohne die am zweiten Sitzung der Helmreich eingeleitet. Da beschließt wie das Tagesordnungspunkt das Protokoll im Ganzen. Du musst jetzt richtigerweise so formulieren, dass du sagst, nein, zuerst muss man über die Einwände den Antrag stellen, den mache ich jetzt ja. Und über den musst du die Einwände zu beschließen oder musst du dagegen stimmen? Ja, die Einwände kann man nicht beschließen. Du kannst nicht ohne beschließen, dann beschließe ich das Ganze. Wir wüssten dann den zweiten Antrag zu Beschluss des Ganzen, der ganzen Tagesordnung fassen, wenn du ihn jetzt schon so formulierst. Das kann ja so genauso, ist ja in Ordnung, so wie Sie sagen. Das ist nicht in Ordnung. Ich stelle auf jeden Fall den Antrag, das Protokoll vom 24.03.2014 in der vorliegenden Form, ohne die Einwendungen vom zweiten Vizebürgermeister Helmreich zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenstimmen. Gut. Des Weiteren gibt es von Herrn Sorger Herwig auch Einwendungen. Die haben wir auch gesehen da vorhin. Haben Sie alle gesehen? Ich glaube, der hat sie mit E-Mail ausgeschickt, nachdem er sie sehr gekriegt hat. Nein, ich habe es nicht gekriegt, aber es ist so klar, kann man das vorlesen. So, du würdest fast gerne noch einmal kommen. Nein, es ist so klar, wie kann man das vorlesen. Ich lese es davor. Sehr geehrte Herren der Amtsleitung, hinsichtlich des Protokolles der letzten Gemeinderatssitzung darf ich betreffend des nicht öffentlichen Teiles und den Eintrag meiner Wortmeldung Warnungen ersuchen, welche auf dem Tonband mit Schnitt sicherlich gut hörbar sind. Hierbei ist es um meine mehrmalige Warnung gegangen, dass eine eventuelle Zustimmung zum Antrag, dass die Rechtsanwaltskosten des Amtsmissbrauchsverfahrens von Bürgermeister Eichbau in Höhe von 9.139,32 €, Vizebürgermeister Helmreich selbst bezahlen müsse und im dies durch diesen Beschluss vorgeschrieben werde, etc. ein Amtsmissbrauch seitens der zustimmenden Gemeinderäte darstellen könnte. Herzlichen Dank und aufrichtige Grüße, Herwig Sorger. Ich hoffe, das ist jetzt mitprotokolliert worden. Das. Aber wie wird es protokolliert jetzt? Da wird man nichts mehr. Da haben wir Angst vor der Haftung. Es ist allen zur Kenntnis gelangt und ich sage, wenn der Christian Denk, der von deiner Fraktion ist, bitte, eine Kenntnis darüber hat, was du machst, dann frage ich mich, was ihr. Ich habe das E-Mail von Herrn Sorger vorgelesen, das war nicht meins. Das
Das war der Einwand vom Herrn Sorger. Aber du wirst ja heute auch informiert darüber. Weil wie willst du noch dann abstimmen, wenn du mit deinen Leuten nicht sprichst? Ich war nicht informiert, ich war froh, dass es frei ist. Das geht gar nichts an, wie wir das machen. Gut. Lieber Herr Bürgermeister. Das geht ja gar nichts an, aber schon bald. Die Situation war traurig auch auf meinem Vizepräsidenten. Wir sind jetzt noch nicht so weit. Das ist ja stressig. Es ist beschlossen worden, ist zu drehen, außer. Das ist ja mal das. Wir brauchen jetzt einen Punkt separat, aber dann kannst du auch eine Schwierigkeit erheben. Ich stelle den Antrag, dass das Protokoll vom 24.03.2014 in der vorliegenden Form ohne die von Herrn Herwig Sorger vorgetragenen Ergänzungen zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine Zeit der Zustimmung. Dankeschön, gegenstimmen. Gut. Gibt es noch weitere Einwendungen? Oder ist das alles besser? Ja, bitte. Kannst du dich selber nicht vorbringen? Das war die Einwendung ins Dienst, aber du musst den Schatz nicht besser. Es wird ja also auf den Einwand auch gedient, das ist auch der Kurs unterlegt, aber wenn es dir lieb ist, kannst du es gerne vorlesen. Der Gemeinderatsbegonnen Schwert-Weibecker ersucht zum Protokoll vom 10.12.2014 folgende Ergänzungen auf Seite 7 zwecks besseren Verständnis zu ergänzen, dass die grün geschriebenen Texte der Vorschlag bzw. Kommentar des Bürgermeisters sind und auf Seite 8 eine verständliche Erklärung der drei Balken, die der Grafikvergleich und der Angebote der HB geordneten Fach anzuführen. Weiters ersucht er die Zahlen Grafik von Herrn Pitsch, welche das Alternativangebot der Bauernschaft darstellen und in dieser Sitzung präsentiert und gemeinsam diskutiert, wurden in das Protokoll aufzunehmen, in das Protokoll zu geben. Aufzunehmen und dem Satz Bürgermeister Reichbauer verweist, dass er das mal hereinkopiert, dass er weiß, wo man sie gibt, voranzustellen. Das ist der erste Antrag. Der zweite Antrag ist, weiters ersuche ich bei folgendem Antrag meine Stimme und die Dafürstimmen auf. Das ist schon passiert, ja. Okay, dann ja, muss ich automatisch werden. Da ich in diesem Antrag ansonsten sicher nicht unterschrieben hätte. Falsch protokolliert worden, da bin ich dafür gewesen. Das hat aber geheißen, ich bin dagegen, obwohl im Protokoll drinsteht, dass ich unterschrieben habe. Also, das ist eigentlich logisch. Ja. Das ist ein Fehler passiert. Ja, ja, das ist gut. Kein Problem. Also es sind zwei Ergänzungen. Wir haben die zwei Ergänzungen gehört. Von Gemeinderat Freitecker. Ich stelle den Antrag, das Protokoll vom 25.03. in der vorliegenden Form ohne die vom Herrn Gemeinderat und Gemeinschaft und Freitecker beantragten Ergänzungen zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mal zeigen der Zustimmung. Der zweite, ich könnte noch beantworten. Ja. Ich stelle den Antrag, das Protokoll vom 24.03. Moment, aber ich möchte noch der Gegenstimmung. Achso. Entschuldigung, die Gegenstimmung? Und bevor es jetzt zur nächsten Abstimmung kommt, verweise ich auf den Paragraph 60 Absatz 2 der Steirischen Gemeindeordnung. Soll ich das vorlesen auch? Da steht, wenn es ein Mitglied des Gemeinderates unmittelbar nach der Abstimmung verlangt, das habe ich jetzt nicht besser, Zeitpunkt unmittelbar nach der Abstimmung, ist seine vor der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen. Den kurzen Text seiner Meinung hat das Gemeinderatsmitglied in der Sitzung zu formulieren. In diesem kurzen Text habe ich dann den Herrn Bürgermeister heute verteilt. Ich lese ihn kurz vor. Das ist eine etwas einfache Erklärung. Scheinbar haben das nicht alle kapiert, sonst hätten nicht so viele dagegen gestimmt. Also die einfache Erklärung lautet, der Gemeinderat Freitecker stellt den Antrag, im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 24.03.2014 den Einwand vom Gemeinderat Breitecker zum Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2013 in folgenden kurzen Text aufzunehmen. Gemeinderat Breitecker ersucht, dass bei der Sitzung, Gemeinderatssitzung am 10.12.2013 von Herrn Martin Pitsch präsentiertes Alternativangebot der Lieboker Bauernschaft in das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2013 aufzunehmen.
und das von Bürgermeister Eichbauer ab Seite 7 präsentierte Angebote der Gemeinde verständlicher darzustellen. So, dieser Antrag muss jetzt in das heutige Protokoll aufgenommen werden, weil er genau dem Paragraph 60 2a entspricht. Bitte? Ich beziehe mich auch auf den, das kann jeder Gemeinderat, ich würde den gleich Paragraphen vorlesen, danke Bernd, da sparen wir das. Ich habe auch eine kurze Begründung zu diesem Antrag, zu diesem Antrag, danach geäußert wird. Und zwar, ich hätte gerne im Protokoll drinnen, meine abweichende Meinung lautet, dass es jetzt nach dem, und ich bin vom Bürger schon darauf angesprochen worden, nach dem Medium der Lieblicher Nachrichten, die sich als reines Schriftwerk der SPÖ darstellen, nun auch die Protokolle der Gemeinderatssitzung so gestaltet werden, dass eine objektive Nachlese für die Bürger nicht mehr möglich ist. Und deswegen bedanke ich mich noch einmal, dass das Ganze auf Video festgehalten wird, damit die Bürger die ehrliche Vorgehensweise in einer Gemeinderatssitzung nachvollziehen können. Und ich finde es extrem schade, dass es eigentlich zu blöd ist, solche Spielchen zu spielen. Dass man immer nur das hineinschreibt, was man selber passt. Ich weiß aber, dass grundsätzlich jetzt mal zurück, dass die Lieblicher Nachrichten ein Medium der SPÖ sind, der Beitrag der SPÖ-Gemeinderats.